Im Auge des Scheißesturms ist es richtig kacke. Aber wie entsteht eigentlich so ein Shitstorm und wie kann sowas derart eskalieren? Das erklären wir dir heute. Am Anfang eines Shitstorms können ganz verschiedene Dinge stehen. Ein Werbespot, der sich über Vergewaltigungsopfer lustig macht, ein unzufriedener YouTuber mit Wursthaaren oder ein neues Musikvideo von ApoRap. Eines haben all diese Dinge aber gemeinsam. Sie provozieren die Menschen und rufen eine sehr extreme Reaktion hervor. Und dann geht es los. Auf den ersten negativen Kommentar folgt der nächste und so weiter. Der Ton wird immer rauer und irgendwann gibt es keinerlei sachliche Kritik mehr, sondern nur noch Beleidigungen oder sogar Androhungen von Gewalt. Doch was genau veranlasst eigentlich 13-jährige brave Mädchen oder 40-jährige ganz normale Familienväter dazu, im Internet zu blutgeilen Berserkern zu werden? Das 13-jährige Mädchen ist vielleicht gerade von ihrem Freund verlassen worden und der Familienvater ist frustriert, weil seine Frau ihn nicht mehr geil macht. Oder er ist vielleicht einfach nur grundsätzlich unzufrieden mit der Größe seines Geschlechtsteils. Da bietet der Shitstorm eine willkommene Gelegenheit, seinen Frust abzuladen. Man geht eh in der Masse unter und kann endlich mal all das offen ansprechen, was man jemandem nie ins Gesicht sagen würde und wofür man auf der Straße sofort auf die Fresse bekommen hätte. Die Anonymität des Internets macht das Ausrasten auch für Menschen möglich, die sowas sonst nie im Leben machen würden. Ein weiterer Aspekt ist das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Masse. Viele, vor allem psychisch schwache Menschen, haben das große Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein. Warum spielt eigentlich gerade jede Affe Pokémon Go? Weil natürlich alle mitmachen und man so Teil einer großen Gemeinschaft ist. Und im Umkehrschluss sind alle, die nicht mitmachen, Außenseiter. Beim Shitstorm ist das ähnlich. Es machen alle mit, also willst du auch mitmachen. Die Faktoren entladen von Wut und alle machen mit, führen zu einer fiesen Wechselwirkung, die den Shitstorm immer mehr eskalieren lassen. Je mehr Leute sich daran beteiligen, desto mehr neue Leute bekommen davon mit und beteiligen sich auch daran. Das ist das sogenannte Schneeballprinzip. Dabei wird der Ton immer unsachlicher, bis er beleidigend wird. Und oft wird sogar Gewalt angedroht oder zu Gewalt aufgerufen. Wenn das Opfer Teil einer gesellschaftlichen Minderheit ist, fallen oft jegliche Hemmungen und die Kommentare werden rassistisch, sexistisch oder homophob. Sobald einer mit dem Beleidigen anfängt, glauben alle anderen, sie könnten das jetzt auch tun. Das zeigt, wie sehr die Stimmung emotional aufgeladen ist. Man verliert jeglichen zivilisatorischen Anstand und wird auf das geistige Niveau eines Neandertalers zurückgeworfen. Durch das Internet können sich heutzutage immer mehr Leute in einer noch kürzeren Zeit vernetzen, was eine solche rasante Ausbreitung erst möglich macht. Es gibt viele Leute, die berechtigter oder unberechtigterweise ihre gesamte Existenz verkackt haben. Die PR-Agentin Justine Secco hat beispielsweise 2013 vor einer Reise nach Afrika getwittert: Auf dem Weg nach Afrika. Hoffentlich bekomme ich kein AIDS. Nur Spaß, ich bin weiß. Danach stieg sie in den Flieger. Als sie in Afrika gelandet ist, hatte sie bereits keinen Job mehr. Tausende hatten ihren Tweet retweetet und sich darüber aufgeregt. Ihr Arbeitgeber hat davon Wind bekommen und sich distanziert und sie sofort entlassen. In einem späteren Interview bereute sie ihre Aussage und gab an, der Shitstorm habe ihr Leben und ihre Karriere zerstört. Es gibt aber natürlich auch Fälle, in denen ein Shitstorm bewusst provoziert wird. Wenn ApoRed ein neues Musikvideo rausbringt, dann kann er sich natürlich denken, dass es wieder ein paar hunderttausende Dislikes und Hate-Kommentare geben wird. Aber dafür bekommt das Video natürlich auch safe 10 Millionen Views und er kann damit richtig viel Kohle verdienen. Insgesamt bleibt zu sagen, dass ein Shitstorm natürlich berechtigt ist, wenn jemand Scheiße redet. Oft wird der Ton aber echt überzogen, also denkt mal nach, bevor ihr Opfer im Internet Leute beleidigt, die euch im echten Leben locker auf die Fresse hauen würdet und stellt euch immer die Frage, würdet ihr der Person das auch ins Gesicht sagen? Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr selber einen Shitstorm anzettelt, dann guckt euch doch mal das Video an. Dazu haben wir nämlich heute auch direkt ein Video veröffentlicht. Sind wir nicht kleine schlaue Kinder? Yeah.